Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin immer noch traurig, Bela und Marcel. Unsere Karawane, leider zerstört. Einer gefangen genommen, der andere verletzt, verreckt, unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Chancenlos. Ja, sehr deprimierend das Ganze. Hab bitte Verständnis dafür, dass ich die Karawane im Rest dieses Let's Plays nicht mehr benutzen werde. Ich wüsste nicht, auf welche Siedler ich jetzt noch oder Kolonisten ich jetzt noch verzichten sollte, um das Feature nochmal zu zeigen. Also nee, ich habe es ja, denke ich, gezeigt. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen, die da heißt, Karawanen braucht kein Mensch. Und ich bin tatsächlich der Meinung, braucht kein Mensch, denn wir haben in dieser Kolonie alles, was wir brauchen. Wir haben Nahrung, wir haben Waffen, wir haben die Möglichkeit, alles herzustellen, was das Spiel bietet. Ich brauche jetzt nur noch auf einen Händler warten, einen KI-Kern kaufen, die Forschung für die Raumschiffe fertig machen und starten, das ist alles. Und glaubt mal nicht, dass ich wirklich nochmal Karawane mache. Das soll mir eine Lehre gewesen sein. Aber ich würde so gerne die Karawane sehen. Ja, ich wollte sie auch gerne zeigen. Aber wer hätte gedacht, dass es so böse endet? Wirklich, ich bin ganz hinten. Ich bin immer noch fertig. Aber ich habe die Folge, in der das passiert ist, auch gerade erst beendet. Also, das eine Aufnahmesession für mich. Für euch waren jetzt zwei Tage dazwischen. Für mich leider nicht. So. Forschung abgeschlossen. Schiffs-Antimaterie-Reaktor können wir jetzt. Dann wäre das nächste ja der Antrieb. Der ist teuer. Auch 8000 Forschungspunkte. Wenn wir die beiden 8000er aber fertig haben, und das ist dann ja der Fall, dann ist es nur noch ein Klacks hier. Der Kern ist 5000 Forschungspunkte. Die Kryo-Schlafkapsel ist 2400. Dann ist es relativ bald geschafft. Es ist absehbar, dass wir dieses Let's Play tatsächlich erfolgreich abschließen. Wir müssen uns nur über eine Sache momentan Sorgen machen, nämlich, dass wir nicht genügend Rohstoffe haben. Moment mal, du bist ja gar kein Jungtier mehr. Wieso war das denn auf Jungtier? Ach, schwanger, nein, das habe ich falsch gesehen. Das ist ja alles, das brauchen wir alles gar nicht. So, alles gut, hab mich vertan hier, in der Spalte. Zwei Wildschweine sind aber ausgewachsen, das heißt, denen können wir jetzt das Tragen beibringen. Und das wird auch höchste Zeit. So, ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetreten. Was sind das? Exotische Güter, sehr schön. Ich will mal schauen, ob die einen KI-Kern dabei haben. Und vielleicht haben sie auch zwei Kolonisten, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die handeln nicht mit Sklaven. Moment. Ach nee, das ist unser Dimitri. Keine Sklaven dabei. Ich verkaufe ein paar Frischlinge. Frischling, junges Wildschwein. Die beiden können auch noch weg. Die sind ein Jahr alt. Und den Rest behalten wir. Dann KI-Persönlichkeitskern. Der kostet hier 4.988 Silber. Davon werden wir jetzt auf jeden Fall einen kaufen. Das Geld haben wir locker durch klugen Handel erwirtschaftet. Von daher, her damit. Liegt wahrscheinlich hier oben jetzt. Ja, alles klar. Da liegt er natürlich im Regen. Das heißt, da muss einer kommen. Und der Fred ist schon dabei und trägt das Ding rein. Wunderbar. So. Also. KI-Kern hätten wir. Die Reise kann beginnen. Wir haben auch Gold, wir haben Plastahl, wir müssten eigentlich alles da haben. So, ein Koma-Child namens Lloyd Singh kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird von Piraten der Fraktion die Schildkröten gejagt. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist er 16 Jahre alt, aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen den hinterherlaufenden Piraten kämpfen müssen. Ist mir egal. Dem helfe ich nicht. Aber nicht, weil der nur 16 ist. Sondern weil ich nicht riskieren will, jetzt hier mit einer Handvoll Kolonisten gegen Übermacht anzutreten. Naja, wenn man ehrlich ist, hätten wir es wahrscheinlich locker geschafft, aber ich hatte jetzt einfach keine Lust drauf. So, schauen wir mal. Holz ist genug da. Stoff liegt sogar schon wieder was im Lager. Hier wurde gerade Heu geerntet. Das müsste dann hier auch langsam mal voll sein. Das heißt, wir könnten wieder umstellen auf was anderes. Ich schau mal, ob wir nochmal eine Ladung... Na,
Und nochmal eine Ladung Hopfen jetzt hinterher schmeißen. So, dann könnten wir nämlich, wir haben ja schon ein bisschen was im Lager, einen Brautisch aufbauen. Produktion. Ich hab's gleich. Da ist sie doch, Brauerei. So. Gib mir die Brauerei. Die stellen wir dann hier hin. Und dann werden wir mal ein bisschen was herstellen, das sich Bier nennt. Das können wir nämlich auch teuer verkaufen, nicht das, was wir jetzt noch nötig hätten, aber einfach mal zeigen, dass es geht. So. Hier wird auch nichts mehr getragen irgendwie. Naja, Transport ist auch nicht mehr so wichtig bei den meisten. Ich werde bei Gerd hier das mal wieder auf 1 stellen. Oh, wem ist denn da schlecht? Ich habe vorhin gelesen, irgendjemand hat eine Lebensmittelvergiftung gehabt, davon wird die Kotze kommen. Wir haben den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Und finden Syngarn. Holt es rein. Nida holt sich hier schon die Schlacke die ganze Zeit. Das können wir eigentlich mal abbrechen jetzt. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr. Denn, haben wir genug. Was können wir denn hier eigentlich noch machen? Waffen einschmelzen und zerstören. Na gut, das müssen wir ja wohl nicht tun. So, der Stuhl ist überlegen geworden. Der Brautisch ist fertig. Dann werden wir mal brauen. Und zwar Bierwürze mischen. Ja, auf jeden Fall, bis wir haben, nämlich, ich sag mal, 100. Und dann bitte wieder anfangen, wenn wir unter 65 rutschen. Okay. Schauen wir mal, ob da gleich einer hingeht. Auf jeden Fall werden noch Medizinpakete hergestellt. Davon haben wir eigentlich inzwischen auch en masse. Wir hätten, um genau zu sein, hier steht es 185. So, da wird die erste Bierwürze hergestellt. Die steht jetzt hier. Die wird jetzt hier verbrannt, oder? Nee, nicht wirklich. Ich glaube... wo ist Bierwürze? Da. Bier? Nee, Bier wird nicht verbrannt. Alles gut. Alles gut. Na, ich wollte nur sicher gehen. So, jetzt haben wir Bierwürze und mit der Bierwürze müssen wir jetzt eigentlich Bier brauen. Ich frage mich, geht das hier am Herd eigentlich nicht? Ne? Wo geht denn, wo macht man denn jetzt das Bier? Da brauchen wir doch hier, machen wir die Brauerei. Ja. Da, Fermentierfässer brauchen wir dafür. So, Fermentierfässer. Wo stellen wir die dann hin? Ins Lager, würde ich sagen. Wir haben ja hier am Rand Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stellen wir mal 6 Fermentierfässer hin. So, Fermentierfass. Ich nehme an, dass da die Bierwürze, genau, die Bierwürze eingefüllt wird. Wunderbar. Ideale Fermentierungstemperatur 7 bis 32 Grad. Wir haben 21. Da steht auch drüber. Fortschritt, wunderbar. In 9 Tagen haben wir Bier. Nur wir haben noch nicht genug Würze. Aber wenn wir dann das Bier haben, dann können wir damit, denke ich, einen ganz guten Schnitt machen. Hopfen geht uns allerdings dann langsam aus. Also ist es gut, dass wir nochmal anbauen. Stoff lassen wir auch hier nochmal wachsen. 90%. Das Lager ist ja ziemlich leer. Hier lassen wir es auch noch einmal fertig werden. Und dann stellen wir wieder um auf Kartoffeln und Mais oder sowas. Damit wir wieder ein bisschen mehr Nahrung haben. Gut, da ist ein Thrombo. Habe ich die Meldung gerade weggeklickt, aber ich wollte es nochmal zeigen. Ein schönes Tier, das Horn ist so viel Geld wert. So viel Geld.
Wenn das nicht so gefährlich wäre, die anzugreifen, dann würde ich das glatt tun. Wir könnten es natürlich angreifen und dann versuchen, hier so zu den Geschützen zu lotsen. Oh, exotischer Güter- und Waffenhändler wieder. Lassen wir mal Goofy ausschlafen erst. Es ist gerade mal 3 Uhr, das ist ein bisschen früh. Dem Dimitri ist das egal. Er ist schon wach. Aber unsere Leute dürfen gerne länger schlafen. Mia ist wach, die kann auch funken. Dann nehmen wir erstmal den Waffenhändler. Und ja, nichts da zum Verkaufen. Das heißt, das war's. Und dann kannst du direkt nochmal den Händler exotischer Güter kontaktieren. Aber auch da werden wir nichts kaufen. Und verkaufen eigentlich auch nichts. Von daher, gut. Ich denke, wir brauchen jetzt nur noch mal vielleicht so einen Piratenhändler, damit man vielleicht mal 1-2 Sklaven kauft. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, die Anwerbungschance, ich habe es hier gerade mal fliegen sehen. 1,1%. Also, dass das klappt, ne, ist ein Treffer 1 zu 100. Und, ja, kann noch eine Weile dauern. Ich fürchte, werden wir nicht mehr sehen in diesem Let's Play. Was eigentlich schade ist. Wir könnten ihn verkaufen und von dem Geld auf jeden Fall, ich sag mal, 2-3 andere Sklaven kaufen. Ich meine, wir kriegen natürlich nicht so viel. Aber wir haben ja auch noch 5300 Silber. So, schaut euch das mal an hier. So, 1,3%. Fred hat ein bisschen höhere Chancen. Ne? Dauert ewig. Ein Geothermie-Kraftwerk ist gestört, ist aber schon repariert. Zerrissene Kleidung, wer hat denn? Fred. Was hast du denn bitte gerade? Schauen wir mal, das wird das T-Shirt sein. Dann zieh dir doch ein neues an. Hier sind überlegene Parker. Wieso haben wir jetzt eigentlich so viele Parker? Die habe ich doch abgebrochen. Und Hemden sind gar keine da. Nein. Da ist was schiefgelaufen. Die Parker können eigentlich verkauft werden. Ich meine, die sind super für den Winter, aber jetzt haben wir gar keinen Platz mehr für... Ne, ihr wisst schon, für normale Sachen. Darum werde ich mal dieses Regal nehmen, die Einstellung kopieren und diese 2 auch nochmal für Klamotten machen. Und dann stellen wir nochmal schnell ein paar Hemden her. Ah, die Parker war tatsächlich noch aktiv. So, die Hemden habe ich ausgeschaltet. Das war ein Fehler. Das war mein Fehler. So, die Fässer sind alle... Also die beiden sind voll. Das hier ist ein bisschen voll, das ist voll, das ist ein bisschen voll. Also diese 3, da muss noch was rein. Bierwürze wird bestimmt auch schlecht, wenn sie nicht gekühlt wird, natürlich. Die muss also hier raus. Das ist Rohstoffe, Pflanzenmasse. Nein. Das ist nicht Rohstoffe, das ist hergestellt. Drogen... Bierwürze. Da ist die Bierwürze. Die muss hier raus. Und hier müssen wir sie reinstellen. So. Bier wird bestimmt auch schlecht. Das kühlen wir auch mal. Das nehmen wir dann auch da aus dem Lager raus. Okay. So, wird die Bierwürze hierher gebracht. Dann ist es natürlich blöd, die Fässer jetzt da zu haben. Allerdings wäre es hier zu kalt drin, weil hier haben wir minus 9 Grad. Wenn wir da die Bierwürze reinstellen, dann wird die nicht fermentiert. Sehr schön. Und es wird gekocht. Das klappt wunderbar. Das das Insektengelee wird momentan auch verarbeitet. Habe ich diesmal nicht weggemacht. Nein, Insektengelee ist natürlich Honig. Das ist jetzt grünlich hier, aber naja. Wer liebt bitte keinen Honig? Würde ich grünen Honig essen? Ich weiß es nicht. Man soll ja alles mal probieren. Okay. Plastahl, 2100. Ich denke, wir können nochmal schauen, ob wir, wieso wird das denn nicht reingebracht? Ah, ich weiß, warum es nicht reingebracht wird. Weil dieses Lager schon voll ist. Es ist schon voll.
Dann würde ich sagen, lassen wir Plastahl hier auch wieder rein. Weil sonst, sonst liegt das draußen rum und das ist nicht schön. Geht nicht kaputt, aber ich will das halt im Lager haben. So, Plastahl reinholen. Und dann ist das nächste, was wir tun. Ach, schaut mal. Oh, wenn ich jetzt die Geschütze. Ah, die Geschütze auf der linken Seite wären besser gewesen. Ist die Frage, ob man das möchte, ne? So ein majestätisches Tier. Wir lassen es ziehen. Ich finde falsch, es anzugreifen. So, treffen wir mal Vorbereitung für eine Krypta. Ich habe ja gesagt, wir bauen noch eine. Wir werden hier die Krypta bauen. Und zwar brauchen wir dazu erstmal eine Tür. Das wird eine Glastür. Muss ich kurz überlegen, die Särge sind, glaube ich, zwei Felder groß. Dann machen wir 5. Und 12. Das ist eine sehr große Krypta. Aber warum nicht? Nee. Das ist eigentlich zu groß. Obwohl, wir müssen ja natürlich noch Wände wieder reinsetzen. Also passt das schon. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Okay, so machen wir es jetzt. Das wird unsere Krypta. Und da werden alle Kolonisten beigesetzt. Auch die, die hier schon in Särgen liegen. Ich hoffe, dass mir noch einfällt, welche Leute das jeweils waren. Könnte natürlich sein, dass ich das nicht mehr zu 100% weiß, aber bei den meisten Namen hat man ja so eine, zumindest eine kleine Erinnerung. Von daher schauen wir mal. Da sind mit Sicherheit auch welche bei, bevor wir die Kolonisten umbenannt haben nach euren Namen. Deswegen müssen wir mal schauen. Also Huro gehörte auf jeden Fall zu uns. Veronika, glaube ich nicht. Coven auch nicht. Guts auch nicht. Also Huro, Kit war glaube ich auch bei uns. Die war nicht bei uns. Cortez auch nicht. Die auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Also ich glaube, es war bis jetzt nur Horo. Ja, Sandy natürlich. Ja, Horo und Kit. Die beiden. Und Sandy, also die drei. So, hier warten wir einfach mal ab. Da bauen wir dann schöne Wände hin, wenn es soweit ist. Da war eine Party, die habe ich leider verpasst. Ryan hat eine Party geschmissen. Okay. So, Plastahl ist inzwischen auch im Lager. Ja, wir sehen, inzwischen sinkt auch unser Vorrat an Feldfrüchten. Das heißt, hier noch einmal Hopfen, würde ich sagen. Die Baumwolle ändern wir schon wieder. Jetzt ist eigentlich das Lager fast voll. Nee, haben wir gar nicht. Das ist gar nicht so viel. Dann lassen wir es noch einmal wachsen. Noch reicht es. Also, wir haben noch keinen Engpass. Können wir noch eine Weile weitermachen, so. Wie sieht's mit der Bierwürze aus? Wo steht die Prozentzahl? 31%. Das dauert noch eine Weile. Okay, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne den Daumen da. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, im nächsten Video wieder. Dein Dr. Wolfsherz.
Ciao.